smiler makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you got Ich habe heute ein neues Video für euch, ganz offensichtlich, sonst würde ich hier nicht sitzen. Aha. Und ich dachte mir, dass ich euch heute mal meine Herbstfavoriten zeige. Auf jeden Fall wollte ich euch noch wissen lassen, dass Jessie am Mittwoch ebenfalls ihre Herbstfavoriten hochgeladen hat. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal da vorbeischauen. Ich werde es euch da oben verlinken. Sie und ich, wir würden uns da sehr darüber freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und über was ich mich ebenfalls freuen würde, ist, wenn ihr mir unten mal in die Kommentare bitte schreibt, was so eure Herbst-Must-Haves sind, eure Favoriten oder was euer Herbst überhaupt gar nicht funktioniert. Das würde mich sehr interessieren. Und bevor ich jetzt weiter rede, würde ich sagen, fangen wir sofort an mit dem Video. Viel Spaß! Was bei mir im Herbst auf keinen Fall fehlen darf, sind warme Getränke. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was eure liebsten Getränke im Herbst sind. Meins ist auf jeden Fall der Chai Latte mit Zimt und Vanille von Krüger. Ich trinke ihn eigentlich so gut wie jedes Jahr und er zählt einfach immer noch zu meinen Favoriten. Ich glaube, das Altmodischste, was man im Herbst bzw. auch an Halloween machen kann, sind Horrorfilme zu gucken. Tim und ich lieben Horrorfilme. Wir gucken die eigentlich immer. Nur dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, im Herbst vor allem Freitag der 13. Halloween die eher älteren Filme anzuschauen. Und ich liebe es einfach, abends mit Kerzen oder mit den Katzen auf dem Sofa zu liegen und Filme zu schauen. Wie schon gesagt, Kerzen sind einfach ein Muss, genau wie Lichterketten. Die machen einfach ein so gemütliches und schönes Licht, viel besser als irgendeine Stehlampe. Was wir uns eigentlich auch immer besorgen, sind Duftkerzen. Wir lieben Duftkerzen im Winter, genau wie im Herbst. Die machen einfach einen so guten Geruch in der Wohnung und meiner Meinung nach ist es überhaupt nicht zu viel, sondern genau perfekt. Ich kann echt froh sein, dass ich eine Person bin, die nicht so super schnell kalte Füße bekommt, da wir auch eine Fußbodenheizung haben. Aber manchmal sind die Temperaturen dann doch so tief, dass ich mir dann doch schon mal gerne meine Kuschelsocken raushole. Und die drei sind einfach meine Favoriten. Vor allem meine Star Wars Socken, die ich vom Primark habe. Und Decken. Welcher Mensch lebt im Herbst bitte ohne Decken, genau wie ohne Kissen? Das geht gar nicht. Dunkle bzw. rote Lippen sind für mich ein Muss in den kalten Jahreszeiten. Hier seht ihr mal meine Lieblinge, die ich wirklich sehr oft trage, vor allem den neuen von Essence. Ich liebe diese Farben einfach. Sie machen einfach eine viel gemütlichere Stimmung und ich mag sowas total. Genau wie meine über alles geliebten riesen XXL-Schals, die ich von H&M und Primark habe. Kein Herbst geht ohne diese Schals. Genau wie meine Boots. Das sind leider keine Uggboots, wo ich sehr traurig drüber bin, aber ich liebe sie trotzdem. Und auch wenn viele sie nicht mögen, ich liebe sie einfach und ich kaufe sie mir jedes Jahr wieder neu. Was gibt es Besseres, als sein Hintergrundbild vom Laptop oder vom Handy zu ändern? Ich habe hier Glück gehabt und habe mein eigenes Bild benutzt, das wir am Tag geschossen haben. Ich finde es super schön und es macht einfach direkt eine herbstlichere Stimmung. Alleine schon wegen den Farben und ich liebe es einfach. Als ich noch kleiner war, habe ich es mit meiner Mutter auch total gerne gemacht. Und zwar sind wir auf so einen Bauernhof gefahren, wo es ganz viele Kürbisse gab. Und da war auch ein riesen Maisfeld. Und ich liebe es einfach, da rumzulaufen, mir die ganzen verschiedenen Kürbisarten anzuschauen. Und ja, ich hätte am liebsten die ganzen Kürbisse da mitgenommen, weil ich Kürbisse einfach über alles liebe. Meine Herbstfavoriten. Ich hoffe natürlich, dass sie euch gefallen haben. Könnt ihr mich ja mal wissen lassen in den Kommentaren. Und mir auf jeden Fall eure Herbstfavoriten in die Kommentare schreiben. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo. Da unten hier wird es
eingeblendet. Daneben bitte die Glocke auch einschalten, falls ihr immer benachrichtigt werden wollt, falls ich ein Video hochgeladen habe. Ich glaube, das war es, was ich sagen wollte. Falls es noch irgendwas gewesen wäre, habe ich es jetzt vergessen. Dann tut es mir sehr leid. Genau, und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns am Mittwoch wieder bei meinem neuen Video.